Also, noch einmal. Sage ich so, wie Herr Professor Dr. Danziger es pflegte zu tun. Ich lasse mich von der eigenen Identifizierung meines Treibens nicht so leicht abhalten, verstehst? Wenn ich sage noch einmal, dann meine ich das schon so, dass obwohl jemand mir schon eine Grabstätte schön gemacht hat mit Moos und Kreuz und so hergerichtet, sage ich, du sollst dennoch nicht so wie Kain und Abel deinen Bruder ermorden, verstehst? Du sollst nicht tun. Also noch einmal. Dann sollst du auch die Sünde der Sodomiter nicht betreiben. Verstehst? Noch einmal. Also, die Gagen des in Ägypten unterdrückten Volkes wollten das auch nicht. Also, und auch nicht die Gagen der Fremden und die Gagen der Witwen und der Waisen. Verstehst? Also noch einmal. Du darfst die Witwe nicht ausräumen, den Waisen nicht unterdrücken und zu den Fremden musst du gastfreundlich sein. Also noch einmal. Du sollst den Lohn, den Tageslohn, den Arbeitern auszahlen. Also noch einmal. Nicht 1200 Milliarden Dollar schuldig bleiben, verstehst? Sondern auszahlen, also den Taglohn täglich auszahlen. Oder wöchentlich zumindest, wenn es dir schwerfällt, verstehst? Also, das sind die himmelschreienden Sünden, die man nicht unterdrücken kann. Also nicht durch Drohungen oder Gebärden zunichte machen kann, verstehst? Das ist über Jahrtausende so. Und das muss man als gerechter Mann immer wieder in den Vordergrund stellen, wenn es sich verflüchtigt. Wenn es volatil wird, dann muss man wieder sagen, du darfst Kameraden nicht ermorden, verstehst? Und du musst den Tageslohn auszahlen. Das ist sehr wesentlich, sehr. Also noch einmal, vier himmelschreiende Sünden gibt es. Das heißt, Kameradenmord abstellen, also die Kain-Bruder, Abel-Mord, verstehst? Das unterdrückte Volk befreien, verstehst? Und Gastfreundschaft gegenüber Fremden, Witwen und Waisen, und den Lohn, den Tageslohn, auszahlen. Also noch einmal. Tschüss. Muss man beharrlich sagen. Das muss man auch als Voraussetzung, als Prämisse in der Psychiatrie in Österreich sagen dürfen. Verstehst? Weil dann heißt du automatisch allein im Lohn Menschen. Wenn du den Gesetzen entsprichst, dann wird niemand psychosomatisch krank oder kaum jemand. Verstehst? Es sei denn, er ist von Geburt schwer genetisch bedingt behindert, sonst nicht.